Hallo Freunde der Walzmaschinen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und vielen Dank für eure ganzen Kommentare, Bewertungen und so weiter. Hat mich wieder sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Ja, wir sollen hier noch weitermachen und sollen hier ein bisschen Baugrund verdichten. Ja. Ne, machen wir direkt, weil damit die Straße hier für das Hotel dann auch dementsprechend zügig fertig wird. Der Investor, der will ja hier ein Hotel errichten, ne, für gut betuchte Leute. Schauen wir mal. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich. Und ja, läuft auf jeden Fall. Läuft, läuft. Leider gab es immer noch kein Update. Schade. Gut, okay, jetzt ist heute auch Feiertag. Und von daher hoffen wir mal, dass da diese Woche noch mal was kommt. Schauen wir mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, vor allem für die Leute, die nach wie vor noch diese Probleme haben. Müssen wir leider noch ein bisschen abwarten, ne? Kann man nicht ändern. Aber gut, wird schon, ne? So, was haben wir denn? 258.000 Credits haben wir noch am Start. Das ist auch schon mal sehr gut. Also Geld ist da. Und ich weiß gar nicht, wie viel kriegen wir für den Auftrag hier. Boah, gar keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Naja, wird wahrscheinlich nicht wenig sein bei dem Investor. Wollen wir erstmal hier gucken, dass wir das hier gut verdichtet bekommen, damit der glücklich ist. Wir hier wahrscheinlich dann auch im Anschluss wieder Kies anliefern müssen. Würde ich jetzt mal so von ausgehen. Naja, schauen wir mal. Kriegen wir alles hin? So, hier nochmal ein Stückchen vor. Das Reifenprofil von den Rädern ist hier ziemlich mau, ne? Naja, gut, egal. Sieht eher aus wie so ein Schlauch, den man so bei einer Wasserrutsche verwendet. So, einmal zurück. Sind wir bei 70%, sehr schön. Haben wir es hier fast schon geschafft. So, nochmal vor. Ah, wir ziehen jetzt mal hier durch. Oh, Vorsicht. Ja, so sollte es gehen. Ja, easy, ne? 90%, zack. Dann sind wir gleich auch schon durch. Da hinten liegen noch so Steine. Müssen wir die noch wegräumen? Wahrscheinlich, ne? Würde ich fast behaupten. Sieht zumindest danach aus. Naja, wir schauen mal. So, okay. Nice. Einmal aus die Maschine und bitte den markierten Bereich freiräumen. Na komm, einmal rum hier. Fahren wir die mal hier vorne hin. Unsere Planierraupe hier werden wir wohl wahrscheinlich nicht mehr brauchen, so wie es aussieht, ne? Könnten wir eigentlich mal wegfahren. Jawohl, zack. Kies liefern und verteilen. Na, wer hätte das gedacht? Halt, stopp. Na, ich will da raus. So. Okay, dann wollen wir mal den Kies holen. So, wo müssen wir da hin? Ja, ist nicht so weit, ne? Sollen wir es mal probieren, ob wir da hinfahren können? Also fahren müssen wir ja noch einiges, ne? Aber es ist halt auch weit, ne? Ne, wir machen das anders. Wir machen die Schnellreise dahin und fahren zurück, so. Zack. Und da sind wir auch schon. So, Schnellreise ist natürlich hier um einiges angenehmer für ein Let's Play, ne? Anstatt dieses Rumgefahren, obwohl, ne, das gehört ja auch irgendwo dazu. So, was brauchen wir? Kies. Kies ist hier in der Mitte. Einmal rein da und jawohl. Und mach mal voll hier. Ah, da ist hier noch Scheiße drin.
Okay, ich wollte gerade sagen, warum geht da nichts rein? Okay, dann fahren wir mal kurz hier rüber. Gucken wir mal, ob wir dieses letzte bisschen Tee hier rauskriegen. Oder vielmehr, ist ja kein Tee, ist ja eher Asphalt, den wir hier noch drin hatten. Ah ja, okay, alles klar. Katsching, 243 Credits für unsere Tasche, finde ich gut. So, dann einmal hier rum. Hatten wir eigentlich hier schon einen Hämmerchen gefunden? Wahrscheinlich da oben irgendwo, ne? Irgendwo wird es doch bestimmt hier ein Hämmerchen geben. Na gut, müssen wir mal schauen. Bei Gelegenheit. So, jetzt aber. Rein damit. Machen wir mal die Kamera hier ein bisschen. Ja, genau so. Ja, mach voll den Laden hier, komm. Sehr schön. Und auf geht's. 14.470 hat das gekostet. Ist jetzt nicht gerade wenig. Aber gut, was soll's. Ach so, haben wir jetzt hier eine Markierung? Nee, natürlich nicht. Wow. Okay, die kam plötzlich. Oh krass, hier baut sich aber gerade so ein bisschen die Grafik erst auf, wa? Ja gut, passiert. Passiert, passiert. So, wie weit haben wir es? Steht das hier irgendwo? Warte mal. Leider, nein, leider gar nicht. Oder haben wir hier irgendwo unseren Punkt? Ne. Na, ist egal. Wir müssen ja noch ein bisschen fahren, ne? Oh, komm, mach mal hin da. Oh. Komm, fahr, bevor die Ampel da rot wird. Oh. Wir müssten auch mal wieder tanken, ne? Sehe ich gerade. Und auch mal wieder reparieren. Bei den Reparaturen weiß ich immer noch nicht. Da habe ich leider nicht mitgezählt, wie viel ich da jetzt mittlerweile habe. 25 brauchen wir. Nach wie vor. Hm, schauen wir mal. Oh, hier die Straße sieht aber auch ziemlich so aus, als müsste die mal eine neue Teerdecke bekommen. Hier auch. Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Schnell mal die Vorfahrt genommen. Können wir mal eben machen, ne? Kein Problem. Ui, hier ist eine rote Ampel. So, und dann sind wir auch schon wieder da. Ja, ging doch relativ zügig, ne, von hier aus. Das war ja kein Problem. Da kann man auch mal eben schnell fahren. Und die Kilometer mitnehmen, die wir brauchen. Ich müsste noch mal in die Trophäen gucken, wie viele das insgesamt sind. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, einmal die Serpentine hier rauf und dann sind wir auch schon da und dann passt das. Jawohl, da sind wir auch schon wieder. Das ging noch zügig. Zügiger als gedacht. Herrlich. So, dann machen wir das ganze Zeug mal hier drauf. Ich habe das noch nicht ausprobiert mit dem, was? Ah ja. Mit einem privaten Spielstand, muss ich dazu sagen. Fahren, fahren, fahren. Bin ich leider noch nicht zugekommen, die Aufträge auf Hard oder was das da war zu stellen. So.
So, leider reicht es nicht. Naja, egal. So, aber wir haben ja auch, ne, die Möglichkeit, hier was zu befüllen. So, zack, machen wir mal so. Kostet natürlich um einiges mehr, ne? Kostet 4000 mehr. Okay, alles klar. So, Baustelle räumen. Na, warte mal, fahr mal ein Stück vor. So, und halt den Kies verdichten. Ja, da sind wir doch schon wieder am Start. So, lass mich raten, hier muss auch noch eine Teerdecke drauf. Wir könnten mal eben, wenn wir schon einmal hier sind, den hier wieder einlagern. Dankeschön. Weil der nervt dann doch hier ziemlich. Ja, einsteigen, danke. So. Na, einmal rum, komm. Gas. Aber wenn der Crash wie, keine Ahnung was, wie ein Schiff. So. Und auf geht's. Kies verdichten. Einmal an die Geschichte und auf geht's. Da bin ich mal gespannt, ne? Ich bin mal gespannt, wie das dann nachher mit dem Hotel hier wird. Da. Das wird bestimmt auch nochmal richtig interessant. Oh, fahr ich hier. Da bin ich echt mal gespannt drauf, ne? Wenn wir das Hotel hier mal machen. Vor allem, wie groß das wird. Da bin ich mal gespannt drauf. Naja, wir werden es rausfinden. Stopp. Und wieder vor. Ja, easy. Ja, Zufallsstraße 56%. Ja, 100%. Ich, oh. Brauchen wir hier noch eine Teerdecke. Ja gut, kein Problem. Ne? Kriegen wir hin. Wenn wir uns gleich schön unseren Schwarzseckenfertiger holen. Und dann ab dafür. Und unseren schönen Wackerneusen die Asphaltwalze. Kommen die Gerätschaften auch mal zum Einsatz. Ne? Wenn wir schon so viel Geld dafür ausgegeben haben, wobei der Wackerneusen war ja ein Schnapper mit 79.000. So, 70%, jawohl. Entschuldigung für den kleinen Cut. Gesundheitlich bin ich immer noch nicht bei 100% wieder, leider. Aber gut, was willst du machen? Kannst du machen, nichts, musst du gucken zu, ne? So, nochmal ein Stück vor, jawohl. Und nochmal zurück. Ja. Und mach fertig hier. Komm, jawohl. Und yes. Sehr schön. Und so, einmal ausmachen bitte. Und den markierten Bereich räumen. Na komm, fahr schneller. Ja, jawohl, Katsching, wieder 68.000, sehr schön. Ja, Asphalt auftragen, wer hätte das gedacht? Stopp. So, wollen wir uns mal hier unsere Asphaltfahrzeuge besorgen. Und zwar, wir brauchen einmal den hier. Danke. Und einmal den. Auch hier vielen Dank. So, dann wollen wir die mal eben holen. Zack. Ah, oh, wo stellt ihr mir die eigentlich immer hin? Warum? Das ist so dumm. Voll hier mitten ins Gemüse rein. Oh ja, moin.
Da, wo man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, komm. Das ist kein Geländefahrzeug, ist eine Asphaltmaschine hier. Nein, das ist ein Schwarzdeckenfertiger, so. Einmal drehen. Ja. Na komm, schon zurück. So, dann wollen wir das Ding mal aufklappen. Und einmal befüllen. Ja, und dann wollen wir Gas geben hier. Damit hier endlich mal eine schöne Asphaltdecke drauf kommt. So. Ja, noch ein Stück vor. Jetzt. Und einmal runter. Jawohl. Ja, dieser Hinweis da, der ist ziemlich nervig. Zack. Und einmal die Asphaltdecke auftragen. Kommt hier am Rand da, kommt da nichts hin? Oder fahre ich zu schräg? Ja, ich glaube, da ist Ende im Gelände. Na ja, gut, macht nichts. So, einmal bis hier hin, jawohl. Und einmal. Moment. Und einmal drehen. Ja, ich glaube, mein LKW steht ein bisschen ungünstig, aber gut, mein Gott, was soll's. 45% haben wir. Ja, Sache, mein LKW steht etwas ungünstig dort. So, und. Oh. Jetzt. Jawohl, vielen Dank. Und Vollgas. Na, nein, nein, nicht schräg. So richtig packt er das auch nicht, ne? Wenn du kannst du so gut wie möglich gleichzeitig die L- und R-Trigger drücken, aber zieht dann doch immer ein bisschen schräg weg, ne? Habt ihr das auch? Man muss immer ein bisschen nachkorrigieren. Kann es eigentlich sein, dass der Asphalt hier ein bisschen anders aussieht als auf der normalen Straße? Nee. Ah ne, es kommt nur hier durch das Licht. Okay, alles klar. So. Ah, wir müssen nochmal nachkaufen. Ah, jetzt hängt der hier schon wieder fest, ne? Da kriege ich auch eine Krise drüber. Ja, nicht verkaufen. Du sollst befüllen, du Pfeife. So. Jetzt nochmal drehen. Oh, Hammer. Oh, ein bisschen weit. Und vorwärts. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch hervorragend aus. Haben wir hier eine schöne neue Straße bis zum Hotel. Denn bis. Der Investor wird glücklich sein ohne Ende, denke ich mal. Gehe ich jetzt mal von aus. 99 und jawohl, 100. Sehr schön. Okay, dann wollen wir das Ding mal leeren. Und dann können wir die eigentlich auch schon. Nein, ich will aussteigen. Wieder einlagern. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oder nicht mehr, hoffe ich zumindest. So. Zack. Und dann holen wir die mal. Und auch die Maschine stellt er mir natürlich hier mitten in die Pampa. Warum? Warum stellt er die da hin? Man weiß es nicht. Wäre es nicht sinnvoller, die da hinzustellen, wo man sie auch braucht, quasi vom Pferd. Anstatt da mitten in die Prärie. Naja, man weiß es nicht. Aber es wird schon langsam wieder dunkel, ne? Wir sollten mal wieder das Licht anmachen. Wow. Hat jetzt gar nichts gebracht, aber gut. So, und dann einmal anschmeißen und auf geht's. Und vielleicht mal ein bisschen weiter weg, damit man noch was sieht. Ja, easy, ne? Läuft. 4%, 5%. Oh, es geht aber langsam jetzt.
Ja. Ah, die ersten 10% haben wir. Sehr schön. So, einmal hier rum. Ja, direkt mal hier so wieder fahren. Oh, Lenk. Ah, okay, er hat es doch ausgemacht. Verdammt. Immer kurz davor, ne? Macht er die Maschine aus. Und weiter geht's. Eine schöne neue Teerdecke. Straßenbauaufträge sind auch schon wieder richtig viele, ne? Na ja, gut, so marode und kaputt wie bei uns die Straßen sind, kein Wunder, ne? Also wenn ihr beruflich mal nicht wisst, was ihr machen sollt, macht eine Straßenbaufirma auf. Ich glaube, da kann man richtig gutes Geld mit verdienen. Und weiter geht's. Oh, mach doch, ich. Weißt du, bis dahin lässt du so an und dann. Zack, dann war das schon wieder. So. Jetzt aber hier. 30% haben wir gleich. Ich könnte ja auch wieder vorwärts, rückwärts fahren, ne? Das wäre eigentlich auch kein Problem. Machen wir jetzt auch mal so. Na komm, roll zurück. Einmal vor. Hier wird mal schön mitnehmen. Jawohl, sehr schön. Und wieder zurück. Zum Glück piepsen die Maschinen nicht mehr. Das hat mich ein bisschen in dem alten Teil genervt. Ich meine, klar, normalerweise piepsen Maschinen, wenn man rückwärts fährt. Aber hier ist es nicht so. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Weil wenn man so fährt, ist es schon ziemlich nervig auf Dauer. Ist ein bisschen holprig, ne? Wenn man rückwärts fährt. Naja gut, was soll's. So. Jetzt haben wir was ist das? 51%. Wollte gerade sagen, schon 81%, was? So, und wieder vor. Sehr schön. Ja, läuft doch ganz gut, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, und es wird schon wieder dunkel. So. Wir arbeiten gerne im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Nee, ich arbeite eigentlich nicht gerne im Dunkeln. Na komm, fahr. Aber gut, muss ja gemacht werden, ne? Wir müssen ja fertig werden. Der Investor will hier weiter investieren, der will das Hotel irgendwann mal haben. Da müssen wir dann ran. Rückwärts rumpelt das ziemlich. Vorwärts geht's. So, ich fahre jetzt einfach mal durch hier. Ja, so läuft er. So fährt er viel ruhiger. Sehr gut. Ah, Moment, stopp. Wenn wir hier nicht fertig? Ah doch. Musste passen. Ah ja, das passt easy. Ich sag gerade. Ja, kommen noch 5%. 3,
2, 1 und jawohl, sehr schön. Und einmal die Baustelle räumen. Juhu! Sehr geil, jawohl. Oh, Vorsicht. Aber warte mal, ich muss ja hier auch noch in die... Nee, halt. Wo sind jetzt? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich wollte eigentlich in die Ego-Ansicht. Weil man muss ja auch noch 5 Stunden in der Ego-Ansicht spielen. So, mal gucken, was denn das so sagt. Ich glaube, der ist zufrieden, oder? Schon wieder ein Tag. Der sieht aus wie ein Teufel irgendwie. Nicht schlecht für den Anfang. Jetzt können wir endlich mit dem eigentlichen Projekt beginnen. Der Errichtung meines exklusiven Hotels für anspruchsvolle Gäste, das diese Stadt so dringend braucht. Mhm. Wir schlagen hier besser keine Wurzeln, sondern vereinbaren so bald wie möglich einen Termin zur Begehung des Bauplatzes. Auf bald. Auf bald. Jawohl. Zufahrtsstraße abgeschlossen. Ey, bis dahin habe ich gar nicht geteert. Aber gut. Egal, sehr schön. Jawohl, wir haben die Zufahrtsstraße fertig. Ja, jetzt kann der Investor hier endlich mit seinem Hotel beginnen. Sehr gut. Und wir können mal schauen, was es hier noch so gibt. Warte mal, ich will mal kurz gucken, was wir da hinten haben. Na, steig ein. So, warte mal, wir fahren mal ein Stück hier weiter. Wir könnten auch mal hier den Kies eben wieder verkaufen. Diese Fendlinge, die müssen wir doch bestimmt auch noch irgendwann wegräumen, oder? Wo geht's denn hier hin? Oha. Aber ich habe kein Hämmerchen gesehen. Ach, das ist einfach nur eine andere Zufahrtsstraße. Ah, okay, alles klar. Ja, sehr schön. Dann sind wir ja hier wieder rausgekommen. Passt ja auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende. Sind wir ja ganz gut durchgekommen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann schauen wir uns mal den Rest an in der nächsten Folge. Mal gucken, was uns dann für einen Auftrag erwartet. Ich bin mal gespannt. Wir lassen uns überraschen. Und dann ja, kriegen wir irgendwie hier neue Aufträge an den Start. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, wie immer, gerne kommentieren, bewerten. Natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin und ciao, ciao.